Buenos Dias, willkommen zum neuen Abenteuer. Wir gehen nämlich heute in einen Freizeitpark, der heißt Xenses. Und was das genau ist? Ohne Achterbahn heute, aber viel geiler. Da gibt es nämlich richtig krassen Scheiß. Und zwar optische Täuschungen. Man denkt, man läuft irgendwo hoch, dabei läuft man eigentlich runter. Also ganz grobes Zeug. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von Climax, dein Partner für Fitness Essentials. Seht ihr Leute, genau sowas wird da angeboten. Das ist jetzt natürlich eine etwas billigere Nummer, aber man denkt, dass dieser Stein da schwebt, obwohl, ne, ihr wisst. Aber sowas erwarten wir uns. So sieht das Ganze aus. Wir sind jetzt reingekommen und das hier, ich habe keine Ahnung, was das hier genau ist, aber es sieht super fancy aus und wir führen euch jetzt mal rum und zeigen euch die einzelnen Attraktionen. Habt ihr hier den Gönjamin? Gönjamin mit grünen Bohnen, Reis und Hähnchen. Und Light Ketchup. Und nee, nicht Light, sondern ohne Zucker. Sina Zucker. Ob er die Jalapeno-Soße schmeckt? Also es hat schon mal total verschickt angefangen und ich öle schon wieder ohne Ende. Ich wurde schon wieder gestochen. Ja, du wurdest schon wieder gestochen. Sie ist der Schnackenfänger übrigens. Und jetzt laufen wir in irgendwas rein, was sehr dunkel ist und wir nicht filmen können. Wir versuchen es mal zu beschreiben. Da ist er, der mysteriöse Eingang. Kannst du vorgehen? Okay, da drin ist wirklich sehr, sehr, sehr dunkel. Okay. Gucken wir mal. 3, 2, 1. Los geht's. Wir haben hier eine komplett andere Temperatur, andere Luftfeuchtigkeit. Boah, man sieht hier wirklich gar nichts. Weiter geht's. Could be your alpha, could be your Romeo. Tell them boys back up, I ain't going nowhere. I'ma fight that back up, put it on your story. So what your friends see, everyone can see. Yeah, and we're going and going and going. It's a good night. Baby, let it roll like the good time. Smoking and pouring, I'm focused on you. Yeah, you can see it, everyone can see it. And I bet everyone's looking. Yeah. Didn't take long, locked eyes when I walked into you. Feeling of your red cup. And we got the same thing, probably like the same things. Didn't speak a word, but you know what's up. That connection is what you crave. You prayed on something to change. Fucked over a thousand times, think everyone's the same. But it's not the case right here, right now. The first sight shit is no joke. Yeah. Could be your alpha. Could be a Romeo, tell them boys back up. I ain't going nowhere. I'ma fight that back up. Put it on your story so what your friends see. Yeah, everyone can see. Yeah, and we're going and going and going. It's a good night. Baby, let it roll like the good time. Smoking and pouring, I'm focused on you. Yeah, you can see it. Everyone can see. And I'm feeling truthful right now. Thinking I should do something right now. Wir dachten gerade, das ist eine Attraktion, aber es regnet wirklich. Scheiße. Es ist wirklich eine Attraktion, hier regnet es gar nicht. Ey, Mann. Scheiße. Okay. Ja. Leute. Das ist der verrückteste Scheiß, den ich jemals gesehen habe.
ich kann es euch nicht beschreiben. Ich zeige es euch jetzt mal. Man läuft nach oben, eigentlich, denkt man. Shot is in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'ma die by night. We ain't talking cat, we gon' run it back. Shot is in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'ma die by night. We ain't talking cat, we gon' run it back. Run it back. Ey, ich bin bei sowas echt empfindlich. Also, ihr guckt nach hinten, ihr denkt, es geht bergab, aber es geht nach hinten bergauf. Es ist total verrückt, Mann. Ist ihr nicht schwindelig? Boah, ist echt schwierig. Jetzt könnte man denken, sie steht gerade, aber tut sie nicht. In Wahrheit steht sie nämlich so. Nee, beim Witz, eigentlich steht sie wirklich so, denn das Wasser läuft in die Richtung. So sieht es. Ich muss euch das ein paar Mal zeigen, ist echt verblüffend. Man denkt, es ist normal, ne? Aber in Wahrheit ist das normal. Sie steht einfach schräg, weil es hier alles so verschickt ist. Aber das Wasser läuft nach da. Ich komme da drauf gar nicht klar, Mann. Somebody crash, and I'ma keep on going, going. Records keep on spinning, all it off. We gon' run it back till we touch down. We gon' run it back till we fall down. Shotties in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'ma dive on that. We ain't talking cat, we gon' run it back. Shotties in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'ma dive on that. We ain't talking cat, we gon' run it back. Okay, wir brauchen auf jeden Fall jetzt unsere Badekleidung. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen nass. Wir haben gerade ein Warnschild gelesen, ich dackel jetzt gerade zurück, dass wir uns die Badehosen anziehen sollen. Darf ich dich in mein Herz entführen? Natürlich. Mindestens genauso gut. Oh, hast du Bock auf ein bisschen Romantik? Okay, das war eine gute Antwort. Ja, Romantik kann meine Freundin. Das ist dann eher mein Part in der Beziehung. Ich darf jetzt wieder vorgehen, ja? Ja, du darfst vor. Ein Spiegelkabinett. Was ist das? Ah, guck mal, überall Fische, so wie du. Wir sind umgezogen und jetzt geht's irgendwohin, wo es nass wird. Das finde ich ja schon wieder cool, Mann. Ihr habt wahrscheinlich das Video gesehen, wo ich mich so maßlos über den Müll aufgeregt habe. Und jetzt haben die hier aus alten Gummistiefeln so Skulpturen gemacht, so Hundis. Wir verabschieden uns. Gibt es keine Tiere da drin? Hoffentlich gibt es Tiere da drin. Es ist ganz dunkel. Oh, wir müssen los. Wir gehen jetzt in so eine Art Höhle und da gibt es verschiedene Ecosystems. Man geht quasi direkt in so eine Art Wüste, dann Dschungel, Tropenwald, aber alles ohne Licht. Also komplett im Dunkeln. Im Dunkeln. Es ist absolut dunkel. Man sieht nichts. Komplett gar nichts. Nasser Boden, matschiger Boden, felsige Wände, kühler als draußen. Ah, jetzt kriege ich Sand ab. Okay, ich bin also in der Wüste jetzt, glaube ich. Und jetzt wird es richtig trocken hier. Okay, die Luftfeuchtigkeit ist definitiv anders.
Okay, jetzt bin ich zwischen Sträuchern. Ich glaube, das ist Regenwald, wie man hört. Alter, ist das geil. Okay, ich habe keine Ahnung, wo Shani ist. Aber hier ist ein bisschen Licht. Das ist jetzt so ein, wir sind in so einer Höhle drin. Es ist echt gut gemacht, Alter. Leck mich am Arsch. Da gab es dann irgendwann, bist du runtergelaufen in so eine Höhle. Dann wurde es eisekalt, das Wasser. Das war bestimmt nur 5 Grad. Meine Füße haben wehgetan. Shani wird erfroren sein wahrscheinlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was weiter geht's. Übel nice. Da ist sie ja. Voll durchgefroren und ich glaube, ich habe jetzt so 10 blaue Flecken mehr. Ja, ich auch. Und bitte sag mir, dass du auch am Anfang irgendwie falsch gelaufen bist und in die Büsche rein. Und mich hat jemand ermahnt, dass ich die Kamera wegpacken soll. Es ist so interessant, weil genauso sieht es unterhalb von der Zenote aus. Da, wo ihr uns schon schwimmen gesehen habt, in diesem Naturgewässer, wie so eine Art Teich, die sind ja unterirdisch. Und meistens ist es mit Wasser gefüllt und dann kann man hier so reintauchen. Das muss ultra geil sein. Voll geil. Oh, die leben da drin. In den Höhlen. Da oben hängen sie. Wie cool ist das? Fledermäuse. Nicht in Mexiko, aber ist cool, Mann. If life gives you lemons, make lemonade. Tada! Achtung, bin ich mal gespannt. Da soll wirklich Limonade rauskommen. Wow. Salut. Salut. Wow, und wie lecker. Safe, da Zucker drin. Und nicht gerade wenig. Wow, aber ist sau lecker. Und so sieht es aus, wenn es in Mexiko regnet. Boah, du Assi! Da soll einmal jemand sagen, Gewalt ist keine Lösung. Aber das Ding ist ganz voll. Klappe zu, apropos. Das ist ja fast wie beim Kofferpacken. Oh Leute, jetzt machen wir was Cooles. Hier gibt es nämlich wie heißt das? Mabbelbad? Ein Schlammbad. Schlammbad. Ein Schlammbad. Wie meinen jetzt ein Schlammbad? Habe ich noch nie gemacht. Du, Schatz? Nee. Der Fluss trägt mich gar nicht. Ist mir jetzt zu blöd, ey. Ich bin einfach zu fett oder zu schwer, das trägt mich einfach nicht. Die Kleine floatet hinten rum, aber ich bin einfach zu schwer. Ich laufe jetzt hier einfach zurück. Okay, es bleibt spannend. Die haben nämlich 2 Attraktionen geschlossen, weil es hier ein Sommer, Regen, was auch immer, Gewitter gibt. Irgendwas, was die Elektrizität ausgeschaltet hat. Ja, vielleicht ist hier auch irgendein Blitz eingeschlagen. Ich weiß noch nicht, wo lang. This way. Okay. Hoffentlich, hoffentlich können wir so Zipline ballern. Das wird richtig funny. Okay, jetzt wird's spannend. Wir sind aufgeregt? No, du? Nicht wirklich, aber es wird lustig. Das hat sich nicht gut angehört. Hoffentlich reißt das Ding nicht ab. Ich habe über 100 Kilo fast. Yes, ready. Bis gleich, Schatz. Boah, nice. Ha
Oh, mies! So, liebe Leute, das war's für heute. Das war's mit Xensis. War gut? War geil? Das Kurze zum Schluss. Das Beste war zum Schluss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.